Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Ich freue mich jetzt wieder hier mit euch im Meeting zu sein und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Wir lassen uns also zurücktreten und dem Heiligen Geist die Führung übernehmen lassen, indem wir kurz die Augen schließen und zulassen, dass der Heilige Geist das für uns übernimmt. Ich freue mich, euch jetzt hier aus Portugal zu begrüßen, Nazaré. Das Meeting von vorgestern und von gestern ist ausgefallen. Wegen der Reise mit dem Auto ging das leider nicht. Es hat ein bisschen lang gedauert und dann sind wir ein bisschen spät angekommen. Ja, aber jetzt fahren wir fort mit einem Kurs in Wundern, erschienen im Greuthoff Verlag. Und zwar geht es ja immer noch um das Kapitel 14, für die Wahrheit lehren, Römisch 5, der Kreis der Sühne, Absatz 6. Das nehmen wir heute durch. Und wir kommen jetzt erstmal zur Feedback-Runde. Ja, Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Kannst du im Moment reden? Geht das dir gerade? Scheint nicht. Dann verbinden wir uns mit dir im Geist. Lassen einen Moment Stille einkehren. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ich fühle mich gut und freue mich sehr aufs Meeting. Danke. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ah, ich sehe gerade die Sabine, die hört nichts. Die ist nochmal neu reingekommen. War so grundsätzlich, kann man mich ja hören. Ja, also ich höre dich ganz normal. Liegt also wahrscheinlich jetzt im Moment nicht hier an mir. Okay. Ja, warten wir mal einen Augenblick vielleicht. Geht es ja gleich. Kannst du auch nicht sprechen, Sabine? Also ich kann dich von hier aus mal freischalten, damit du was sagen kannst. Jetzt können wir dich hören, Sabine. Sprich mal was. Sie hört mich ja nicht, also von daher. Okay, würde ich sagen, beginnen wir mit dem Meeting. Es wird sich wohl mit der Zeit irgendwie eingrooven, wie man so schön sagt. Okay, ich lese langsam vor. Du kannst vom Verstehen wollen als das haben wollen loslassen und dich hingeben. Ja, und zur Not kann die Sabine ja dann auch das Meeting zu einer späteren Zeit. Also Absatz 6.
Lehrer und Unschuld. Jeder auf seine eigene Weise haben sich miteinander verbunden und ihre Rollen im eigentlichen Lehrplan der Sühne übernommen. Außerdem, außerhalb davon gibt es keine Einheit der Lernziele. In diesem Lehrplan, der nur ein Ziel hat, wie immer er es gelehrt, wie immer es gelehrt wird, gibt es keinen Konflikt. Jede Mühe, die zu seinen Gunsten übernommen wird, wird nur zum ungeteilten Zweck der Befreiung von Schuld gerade hier das hochgesprungen. Okay, jetzt, ich lese jetzt hier aus dem Chat vor, denn jetzt keine Chatnachricht mehr machen, weil sonst springt mein Text hier hoch. Okay, jetzt geht's. Also nochmal der letzte Satz. Jede Mühe, die zu seinen Gunsten unternommen wird, wird nur zum ungeteilten Zweck der Befreiung von der Schuld angeboten, zum ewigen Ruhm Gottes und seiner Schöpfung. Und jedes Lehren, das darauf hinweist, weist geradewegs auf den Himmel und den Frieden Gottes. Es gibt keinen Schmerz, keine Anfechtung, keine Angst, die sich nicht überwinden lässt, wenn man dies lehrt. Die Macht von Gott selbst schützt diese Lehre und birgt für ihre unbegrenzten Ergebnisse. Ja, dann lassen wir den Absatz einen Moment lang sinken und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Ja, dann kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Ich nehme einfach mal das, was jetzt die Sabine geschrieben hat, als Feedback von der Sabine. Okay, habe den Kurs jetzt nicht dabei, aber danke, dass die Schwingung sich überträgt. Daher bleibe ich nun bei euch. Trotzdem danke und auch ein dickes Herz an euch. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Ja, wunderbar. Schön. Also dann sind wir jetzt doch auf diese Weise hier auch verbunden und du kannst auch für den Chat was sagen. Und alles okay. Wunderbar. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Fühle mich dankbar. Dankeschön. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich verbunden, ich fühle auch die Schwingung und ich kann die Schwingung auch hören.
Und das ist wunderbar. Ich freue mich wieder so hier mit euch, diesem Meeting verbunden zu sein. Fühlt sich ganz toll an. Dann verbinden wir uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von diesem Absatz, den wir hier eben gelesen haben. Ich lese jetzt wieder Satz für Satz vor und kläre alles ganz genau. Also ich sage nochmal, wo wir genau sind. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Breuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Textbuch. Kapitel 14 für die Wahrheit lehren, Römisch 5, der Kreis der Sühne. Absatz 6. Du kannst dich wieder vom Verstehen wollen als das Haben wollen. Loslassen und dich hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Lehrer der Unschuld. So, das ist jetzt sozusagen wie so, als wenn er zu dir sagt, Sohn Gottes, dann sagt er jetzt, Lehrer der Unschuld zu dir. Jeder auf seine eigene Weise. Haben sich miteinander verbunden. Ah, nee, es ist so anders, also es ist ein Satz, ein ganz normaler Satz, also Lehrer der Unschuld, Bindestrich. Jeder auf seine eigene Weise, Bindestrich, haben sich miteinander verbunden und ihre Rolle im einheitlichen Lehrplan der Sühne übernommen. Punkt. Also, hier wird nochmal ausdrücklich klargestellt, alle Lehrer haben sich im Grunde im Lehrplan der Sühne miteinander verbunden. Und jeder lehrt die Unschuld auf seine eigene Weise, die jeder Lehrer, die Art und Weise, die jeder andere Lehrer von dem anderen Lehrer akzeptieren darf, wie er sie lehrt. Aber es geht immer um Unschuld. Es geht immer um das gleiche Thema. Es geht, also das Thema von der Sühne bleibt das gleiche. Das wird nicht verändert. Es wird auch nicht versucht zu verdrehen zu etwas anderem, was sein soll. Es wird nur auf eine andere Art und Weise gelehrt. Und alle müssen davon loslassen, zu lernen, sich auf irgendeine Art gegeneinander zu bekämpfen und den Frieden total in sich einlassen. Ja, also hier darf zwischen den Lehrern Gottes jetzt nicht nochmal Schuld in Form von Neid oder Eifersucht, ja, irgendwie aufkommen. Ja, hier der hat ja viel mehr Follower als ich und so weiter. Da muss ich viel mehr, ich noch viel mehr anstrengen, sondern es geht ja letzten Endes nur. Egal, wie das jetzt quantitativ aussieht, es geht nur darum, selbst zuzuhören und den Lehrplan zu lehren. Und sonst geht es nicht. Wenn man jetzt 5 Teilnehmer hat oder einen Teilnehmer hat, dann ist das vollkommen ausreichend. Dann ist das, also ein Teilnehmer reicht und mit einem Teilnehmer arbeite die ganze Zeit, das ganze Leben lang. Dann ist alles super. Ich kann es auch für mich ganz alleine machen. Ich brauche auch keine Teilnehmer. Ich brauche auch nicht in dem Sinne ein Lehrer Gottes zu sein, indem ich Menschen habe, die mir zuhören, sondern ich kann einfach die Schau Christi auf alle und auf jeden ausdehnen und in meinem Bruder den Christus sehen und völlig alleine durch die Welt gehen,
Aber ich muss mich dabei nicht alleine fühlen, sondern ich kann dabei einfach in der totalen Freiheit, in der totalen Liebe sein. Vielleicht ist es sogar manchmal das Beste, was man tun kann. Und wenn man sich ganz normal mit den Menschen dann irgendwie unterhält, dann kommt das irgendwie schon durch. Ja, dann ist das so unter der Führung des Heiligen Geistes, dass das auf irgendeine Art und Weise, es muss dann auch nicht unbedingt die Kurssprache sein, aber es kommt auf irgendeine Art und Weise durch. Und die Liebe Gottes kommt bei jedem an, der auf irgendeine Art und Weise mit dem Lehrer Gottes in Kontakt kommt. Es reicht manchmal aus, einfach auch was zu lesen, eine E-Mail zu lesen oder so. Oder mit jemandem zu telefonieren und man ist dann allein dadurch in dieser Schwingung und bekommt das einfach mit. Also Gott, die Liebe Gottes, die dehnt sich einfach über den Lehrer Gottes, der sich sozusagen der Sühne verschworen hat. Also man hat sich dann komplett der Sühne hingegeben. Man hat keinen anderen Auftrag mehr. Man übernimmt im Grunde keinen Auftrag mehr in der Welt. Es kann sein, dass man in der Welt arbeitet und scheinbar da einen Auftrag übernimmt, aber in Wirklichkeit innerlich ist man nur mit seinem Auftrag wirklich verbunden und unterwegs und führt nur diesen Auftrag in Wirklichkeit aus. Das andere erledigt sich dann sozusagen von selbst und da kann nichts passieren, da muss man auch nicht mehr aufpassen, da kann man einfach vertrauen, dass das abgesichert ist. Das wird dann durch den Heiligen Geist alles abgesichert, indem er das Umträumen des Traumes für dich vornimmt, das also dafür sorgt, dass alle Dinge einen glücklichen Ausgang haben. Du brauchst dich also um nichts anderes zu kümmern, als um einfach dieses Lehren und Lernen stattfinden zu lassen in dir, was durch den Heiligen Geist kommt. Und dich innerlich zurücklehnen, also quasi eine Pause machen, ja, also du machst immer Pause. Das ist so dein Job. Du ruhst dich am besten immer irgendwie aus, innerlich. Lehnst dich innerlich zurück und lässt den Heiligen Geist das machen. Er macht das schon. Und mischst dich am besten einfach nicht ein. Setzt dir keine eigenen Ziele. Mach's einfach ganz locker und lässt zu, dass die Liebe Gottes durch dich ausgedehnt wird. Genießt das Leben, lässt zu, also dass du einfach die schönen Dinge tust, die dir gegeben werden, die dir geschenkt werden. Ja, und machst dir keine Sorgen darum, dass das mit dem Geld irgendwie nicht geht oder so, sondern das geht schon alles irgendwie. Okay, dann gehen wir weiter. Also der erste Satz. Ne? Außerdem, außerhalb davon gibt es keine Einheit der Lehrziele. Ja, also das habe ich jetzt ja auch schon so erklärt. Es gibt außerhalb von diesem Lernziel kein anderes Lernziel, keine andere Einheit. Nur diese Einheit. Also darin sind wir alle als eins verbunden. Wir verbinden uns in diesem Lehren der Unschuld. Lehren, dass jeder unschuldig ist. Immer wenn wir uns dabei ertappen, selber im Geist über jemanden so zu denken, als wäre er irgendwie in einer Art hinterlistig oder verschlagen oder würde versuchen, dir auf irgendeine Art und Weise etwas wegnehmen, dir Kunden wegnehmen oder irgend sowas. Ja, sobald irgend so ein Gedanke in dir auftaucht, dann übergib das dem Heiligen Geist sofort in seine Hände, weil hier versucht sich halt dann nur dein Ego-Denksystem wieder einzumischen und für Spaltung zu sorgen, für Trennung zu sorgen, für Angst zu sorgen. Das ist alles, was dahinter steckt. In dem Moment, wo du das dem Heiligen Geist übergibst, hört das auch wieder auf. Also wirklich ernsthaft übergeben in den Läuterungsprozess und dann wieder um Führung bitten. Und dann geht es einfach ungehemmt weiter. Also du kannst ungehemmt weiter glücklich sein, im Frieden sein und weiter dein Leben einfach so genießen,
wie es dir gegeben wird, dass du sozusagen dich wie im Paradies fühlst. Mit deinen Mitmenschen allerdings. Also nicht in Einzelhaft im Paradies, sondern mit deinen Menschen im Paradies. Wenn in diesem Paradies eine Situation vorkommt, die irgendwie dir komisch vorkommt, also dass es dann so aussieht, dass du angegriffen wirst, dann wisse in diesem Moment, es ist dein eigener Angriff auf dich, es ist kein äußerer Angriff, sondern das ist nur der Versuch, dass das Ego versucht, im Außen einen Angriff zu inszenieren, der für dich aussieht wie ein Angriff. Fühl dich dadurch nicht angegriffen und gehe nicht in die Gegenabwehr. Also verteidige dich nicht dagegen. Rechtfertige dich nicht, sondern tu einfach so, als wenn das nicht da wäre oder geh da irgendwie weg oder was auch immer. Bleib einfach im Frieden. In diesem Lehrplan, der nur ein Ziel hat, wird immer es, wie immer es gelehrt wird, gibt es keinen Konflikt. Machen wir das nochmal. Es gibt keinen Konflikt, selbst wenn es mal so für dich aussehen mag. Wisse, dass das eine Illusion ist, wenn da ein Konflikt auftaucht. Und segne da deinen Bruder. Versuche dann in deinem Bruder wieder den Christus zu sehen, indem du sagst, ich sehe nichts denn den Christus in dir. Ich fühle nichts, denn den Christus in mir. Ich brauche nichts, denn den Christus in mir. Das tilgt alles, was da irgendwie vom Ego wieder versucht worden ist, aufzubauen. Wird dann alles einfach getilgt und die vollkommene Liebe Gottes tritt wieder an dessen Stelle und es verschwindet einfach. Also der Konflikt verschwindet aus deinem Geist und natürlich auch im Außen. Okay. Gibt keinen Konflikt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Jede Mühe. Jede Mühe, die zu seinen Gunsten unternommen wird, wird nur zum ungeteilten Zweck der Befreiung von der Schuld angeboten zum ewigen Ruhm und seiner Schöpfung. Jetzt haben wir jetzt natürlich so Worte hier drin wie Ruhm. Später kommt dann auch nochmal Macht. Und daran könnte man sich jetzt natürlich, wenn man jetzt so unterwegs ist, ja, alle sind doch gleich. Ne? Also ich habe doch was von dieser Unterschiedslosigkeit gehört. Warum steht jetzt hier Ruhm drin? Und das ist ein bisschen schwierig, manchmal mit solchen Begriffen im Kurs umzugehen und gleichzeitig zu wissen, ja, es ist aber alles eins und es ist keine Ebenenunterschiedlichkeit da. Also nicht einer steht höher. Es wird allerdings immer wieder betont, dass Gott der Erste ist und dass er die Schöpfung, also dass er der Schöpfer ist und dass der Sohn Gottes ein Mitschöpfer ist mit Gott, ja. Insofern könnte man jetzt hier denken, ja, es ist irgendwie doch hierarchisch jetzt, ne, an der Stelle. Also Gott ist der Einzige, der über allem steht, sozusagen, ja, also dem das wirklich alles gehört. Aber er kann nichts anderes als sich selbst verschenken. Also er kann nur das alles verschenken und geben. Er hat nur das Geben im Sinn, also was anderes nicht. Also er hat niemals irgendwie so, er könnte jetzt niemals irgendwie was wegnehmen oder für sich behalten, ja, so wie man das jetzt von weltlichen Herrschern mit Ruhm manchmal so kennt, ne, die versuchen es dann so ein bisschen für sich
zu behalten und mehr draus zu machen, das dann irgendwie anzulegen und so weiter. Und dann wird es sich immer vermehrt und sagen dann auch vielleicht, ja, ich spende aber dann aber auch ganz ordentlich mal was hier in die dritte Welt und so weiter. Aber versuchen doch eben den größten Anteil irgendwie für sich aufzubauen, zu vermehren, um eine Sicherheit in der Welt herzustellen. Das macht Gott jetzt gar nicht. Ne? Also er gibt sich komplett weg. 100%. Aber er bekommt sich dadurch wieder. Also das ist dieses Geben und Empfangen ist eins, was wir ja hier im Kurs lernen, nennen, lehren und lernen. Ich habe es mal so abgekürzt, indem ich gesagt habe, lehren, nennen, ja, können wir auch mal machen. Aber wir müssen ja nichts abkürzen, weil wir ja ewig Zeit haben. Wir können uns ja immer wieder in uns einfach zurücklehnen und den Heiligen Geist alles machen lassen. Also, da geht es einfach auch gar nicht darum, dass man sagt, ja, wir müssen in der und der Zeit so viel Kurs machen, weil sonst stimmt der Umsatz nachher nicht. Ne? Wenn ich denn in dem Moment, wo ich den Kurs lehre, ist schon alles passiert. Also da ist ja schon die komplette Erlösung da. Also dann hat Gott sich in diesem Moment schon zu 100% hineingegeben. Und du hast ihn zu 100% empfangen. Und fühlt sich jetzt nicht bombastisch oder sowas oder so an, sondern es ist ganz, ganz liebevoll. Es ist einfach ganz weich. Und weil es Liebe ist, ne? Es ist ja nicht irgendwie so eine Power-Energie oder sowas, ne? Also da muss jetzt nicht irgendwie was gesprengt werden oder ja, dann habe ich auch schon mal sowas gesehen im Internet, ja, da atmet einer ganz viel und dann bilden sich dann irgendwie so ein Feuer und dann wird auf einmal alles durch. Die ganzen Chakren werden durchflutet und auf einmal bang und dann ist er weg. Ne? Also so ist es ja nicht. Ne? Das wäre eher schlimm. Also heiß, kochend heiß und dann verbrennt man oder irgendwie was. Nein, das passiert. Also da braucht man keine Angst vor zu haben. Es ist einfach nur ganz sanft, sanftmütige Liebe, die sich ausdehnt. Manchmal wird es vielleicht auch ein bisschen deutlicher und klarer. Der Geist wird klar und das ist alles. Und schauen wir mal, jede Mühe, die zu seinen Gunsten unternommen wird. Wobei wir jetzt auch schon wieder in diesem Wort Mühe hängen bleiben dürfen, indem wir sagen, ja, natürlich ist es keine Mühe. In dem Moment, wo ich lehre und lerne, ist es ja ein Zurücktreten. Das steht auch an einer anderen Stelle vorher im Kurs, das haben wir schon durchgenommen. Immer wenn du dir Mühe gibst, dann bist du schon im Ego unterwegs. Also das Wort Mühe ist hier an der Stelle anders gemeint als das Wort Mühe, wie wir es in der Welt kennen. Sondern es ist einfach, wenn du sagst, in dem Moment, wo du einfach deine kleine Bereitwilligkeit zur Verfügung stellst, damit das Lehren und Lernen des Kurses irgendwie durch dich kommt, ja. Die zu seinen Gunsten übernommen wird, wird nur zum ungeteilten Zweck. Ja, ungeteilt ist klar. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt mal deine ungeteilte Aufmerksamkeit, ja, dann heißt das, ich brauche einfach deine vollkommene Aufmerksamkeit. Also hier bei ungeteilt könnte auch stehen können, hätte auch stehen können, vollkommenen Zweck. Wird nur zum vollkommenen Zweck der Befreiung von der Schuld. Wir sehen also, es geht um Befreiung von Schuld. Schau also heute nochmal in den Geist. Sind da irgendwann mal Schuldgefühle in dir? Oder siehst du Schuld im Außen, indem du einen Bruder siehst, den du als schuldig wahrnimmst, also der dir schuldig vorkommt, also wo du das Urteil fällen willst, denkst du mal, der verhält sich aber so, als wenn er Schuldgefühle hätte. Also er versucht sozusagen,
etwas zu rechtfertigen und etwas von sich zu weisen. Oder er versucht, was richtig zu stellen und so weiter. Rechtfertigen, ne, so. In dem Moment habe eine innere Einkehr. Schau dir das Bild im Inneren an, was du da hast, und übergebe dieses Bild, diese Handbewegung oder was auch immer, was du da siehst, ein Gesichtsausdruck. Übergebe dieses Bild, was von Schuld spricht. Bild, was von Schuld spricht. Oder Gefühl. Dieses Gefühl ist, innere Gefühl von dir ist auch vielleicht mehr ein Bild als ein wirkliches Gefühl, weil die einzigen wirklichen Gefühle sind ja, ist ja nur die Liebe Gottes. Alles andere sind ja gar keine Gefühle. Trauer, Schmerz, Abwehr, Depression und so weiter sind Gedanken, also Bilder, die sich als Gefühle verkleiden könnten. So, das habe ich irgendwann mal gelesen. Ja, so als Gefühle verkleidete Gedanken. Das sind keine Gefühle. Die gibst du dem Heiligen Geist und er kann das Wahre vom Falschen trennen. Also er kann denen sozusagen die Kleider ausziehen und dann sieht man, ah, das ist ja ein Gedanke und dieser Gedanke, der wird dann verändert. Gedanke soll jetzt auch an dieser Stelle nicht als was Negatives dargestellt werden von mir jetzt hier, sondern es ist so, dass man betrachten muss, ist es ein Gedanke des Denksystems des Egos? Aber also habe ich mit diesem Gedanken ein Ego-Denksystem benutzt, was das und das und das bezeugt, also was Schuld bezeugt. Nehmen wir jetzt, bleiben wir jetzt mal nur bei der Schuld, ja? Oder ist es ein Gedanke, der vollkommene Liebe bezeugt? Vollkommene Liebe bedeutet auch, dass ich auch mich selber und alles hingebe. Dass ich alles gebe, alles von mir geben kann, ohne die Angst zu haben, etwas zu verlieren, genau wie Gott es tut. Zeugt er also davon? Zeugt er dies? Ja, das muss ich mich einfach in dem Moment fragen. Da muss ich hinschauen. Aber den Läuterungsprozess macht sowieso der Heilige Geist und du lässt dich einfach nur hingegeben sein. Also du gibst dich einfach weiterhin. Das ist einfach das, was deine Aufgabe ist. Hingabe ist deine Funktion. Ja. Hingabe an Gott. Und da dein Bruder auch Gott ist, auch Hingabe an deinen Bruder. Vollkommene Hingabe an deinen Bruder. Und das fällt uns zwar manchmal schwer, wenn wir denken, ah, das ist mir jetzt irgendwie lästig und so weiter und da will ich mich jetzt lieber abgrenzen. Vollkommene liebevolle Hingabe an deinen Bruder. Und hier stoßen wir dann eben manchmal an so Themen wie, das kennt man ja zum Beispiel aus diesen spirituellen Kreisen, sage ich jetzt mal, ja, gewaltfreie Kommunikation und sowas. Also wenn du krampfhaft versuchst, mit deinem Bruder gewaltfrei zu kommunizieren, indem jeder so viel Zeit zugeteilt kriegt, um zu sprechen, dann bist du meines Erachtens im Ego-Denksystem unterwegs, weil dann geht es dann wieder um Zeit. Und der andere muss dann so lange eben aushalten und stillhalten und darf nichts sagen und so weiter. Wir dürfen weiter davon ausgehen, dass wir uns selbst nicht angreifen können, weil das ist das, was wir im Denksystem des Egos lernen, ja, dass der Sohn Gottes sich selbst verletzen kann. Und das ist nicht wahr. Das hat Gott nicht möglich gemacht. Gott hat nicht möglich gemacht, dass du dich selbst verletzen kannst. Der Ego-Trick da drin ist, dass du das glauben kannst, dass du dich selbst verletzen. Beim Test. Diesen Glauben können wir aber dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, damit er daraus wieder einen wahren Glauben an dich selbst und an Gott macht. Dafür haben wir den Heiligen Geist, weil aus dem Ego können wir das dann
In dem Moment nicht mehr. Okay, dann haben wir jetzt hier Zweck der Befreiung von Schuld angeboten zum ewigen Ruhm Gottes und seiner Schöpfung. Also seine Schöpfung bist du, Ruhm Gottes, also zu deinem und seinem Ruhm könnte man sagen. Also Gott und du der Sohn Gottes bist, werden dadurch gekrönt. Jetzt mal das Wort krönen hier nehmen, ja, also ist nicht so einfach mit der Sprache. Okay. Das wissen wir ja schon, Worte sind zweifach von der Realität entfernt. Die Realität ist keine Sprache, die Realität ist nur reinste Liebe, reinster Geist. Und da wird halt nicht mehr so viel gequasselt. Da ist dann immer mehr, das lernen wir auch immer mehr im Kurs, wenn wir da durchkommen, dass es einfach darum geht, sich schweigend hinzugeben, also dass man halt weniger Worte bedarf, bis hin zu gar keinen Worte bedarf. Weil dann die Liebe Gottes immer mehr Raum bekommt. Die Worte nehmen den Raum ein und je mehr von den Worten du einfach weglässt, desto mehr kann die wahre Liebe Gottes einfach da Platz nehmen. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Satz. Wir sind ja jetzt noch bei den Worten. Hier werden wir ja erstmal mit Worten erreicht. Und es geht darum, den Kurs noch so ein bisschen zu erklären. Da brauche ich jetzt schon noch ein paar Worte, ne? Und jedes Lehren, das darauf hinweist, weist geradewegs auf den Himmel und auf den Frieden Gottes. Okay. Jedes Lehren, das darauf hinweist, also das Lernen, das Lehren, was in die Richtung geht, Liebe Gottes, na, jetzt mal so abgekürzt sagen, weist geradewegs auf den Himmel und den Frieden Gottes. Ja, das ist ja klar, das natürlich weist das auch. Es weist, heißt in dem Sinne jetzt, dass es jeden dort direkt hinführt. Also, dass jeder sofort im Himmel ist oder sich darüber im Klaren ist, also durch das, was dann geschieht in der Schau Christi, dass nur noch Liebe da ist, dass er im Himmel ist oder in der Liebe ist oder dass er selber auch der Himmel ist, dass er selber sich als der Himmel ausdehnt. Er scheint immer noch im Körper zu sein oder ein Körper zu sein, aber er spürt nicht mehr diese Begrenzung. Diese Ausdehnung der Liebe findet statt. Und jetzt haben wir ja hier dieses Wort Frieden Gottes, Frieden Gottes. Das ist ja, ich will mal sagen, einerseits das Ziel, also den Frieden Gottes dauerhaft im Geist, also konstanten Frieden Gottes zu haben, zu sein. Andererseits ist es aber auch, wenn wir den Frieden Gottes fühlen, dann wissen wir, ja, jetzt sind wir in der Erkenntnis. Also es ist auch ein Indiz. Es bedeutet, du kannst daran auch wissen, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt wirklich da. Selbst wenn ich mich jetzt als Körper sehe, ich bin jetzt im reinen Geist. Es ist jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich da. Hier versuchen wir ja an der Stelle mit dem Ego einen Angriff zu machen, je nachdem, wie man jetzt da noch so unterwegs ist oder so. Ja. Das gibt uns aber Sicherheit, im Frieden Gottes zu sein. Also, dass das nicht passieren kann. Das gibt uns die Sicherheit. Das ist die Sicherheit. Das ist das, wo es dann immer heißt, ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Also wenn du den Frieden Gottes in dir fühlst, wenn du ihn fühlst, wenn du ihn wahrnimmst oder die Wahrnehmung der Erkenntnis verschmolzen ist, also ihn erkennst, wahrnimmst, beides, wenn beides passiert, dann bist du in Sicherheit.
Du hast dann keine Angst mehr und du brauchst auch keine Angst mehr zu haben und brauchst keine neue Angst mehr zu machen. Du musst dir keine Gedanken mehr machen. Da könnte man so sagen, ja, mach dir keine Gedanken. Mach dir keine Gedanken. Da kommt es her. Ne? Oder mach dir keinen Kopf. Ne? Also das ist, lustigerweise sind diese ganzen Sprüche irgendwie, ne? Könnte man sie hier sagen, da kommen sie her. So. Es gibt keinen Schmerz, keine Anfechtung, keine Angst, die sich nicht überwinden lässt, wenn man dieses lehrt. Ja, also hier wird es auch nochmal ganz klargestellt. Fühlst den Frieden Gottes in dir? Jetzt gibt es keinen Schmerz. Frieden Gottes ersetzt den ganzen Schmerz in dir. Es gibt keine Anfechtung. Was ist eine Anfechtung? Das gehört zu dem Thema Angriff. Es gehört zu dem Thema Selbstverteidigung. Es gehört zu dem Thema Rechtfertigung. Es gibt keine Angst. Also es gibt auch keine Grundlage für Anfechtigung, weil es keine Angst gibt. Angst ist vollkommen aufgelöst. Also du hast der Frieden Gottes tritt an diese Stelle der Angst, die sich, oder keine Angst, die sich nicht überwinden lässt. Es gibt vielleicht nochmal einen Anfall von Angst oder so einen Anzug von Angst, aber es gibt keine Angst, die sich nicht überwinden lässt. Jede Angst lässt sich überwinden. Es steht also sehr wohl drin, dass Angst nochmal auftauchen kann, aber es gibt keine Angst, die sich nicht überwinden lässt. Jede Angst ist jetzt überwindbar. Es ist nicht so, dass die Angst dich im Würgegriff hält, sondern Angst wird überwunden. Sie wird überwunden. Ja, zum nächsten Satz. Jetzt auch schon fast beim letzten Satz. Ja, sind wir auch. Wir sind beim letzten Satz. Die Macht von Gott selbst schützt diese Lehre und bürgt für ihre unbegrenzten Ergebnisse. Hier in diesem Satz haben wir ja jetzt Macht entstehen und bürgt, bürge. Ja, also jetzt haben wir natürlich hier wieder vielleicht das Problem, dass der eine oder andere sich da dann hochziehen könnte und sagen, wenn man jetzt hört hier Macht. Ja, aber wir wollen doch nicht mehr in einem Machtsystem sein. Das Ego-System ist doch ein Machtsystem. Die Macht von Gott selbst schützt diese Lehre. Also es geht aber hier drum, dass die Liebe Gottes, die nichts angreift, ist eine unglaublich extreme Macht, ja, weil sie für nichts anderes Raum lässt. Nichts anderes kann in der vollkommenen Liebe Gottes existieren. Sie ist aber keine Macht in dem Sinne, so wie wir das aus der Welt kennen, ja, die etwas mit Tötung oder sowas zu tun, ja, oder mit Bedrohung zu tun. Das Ego kann die Macht Gottes sehr wohl als bedrohlich wahrnehmen und versuchen, dir irgendwie klarzumachen, ja, du musst dich davor schützen, weil es nimmt dich voll mit, es hebt dich voll auf, der du dich als Ego fühlst. Das stimmt auch. Es hebt das Ego voll auf und du erkennst dich selbst. Du als der Sohn Gottes bist aber dann dadurch überhaupt erst wieder da. Ja, du erkennst dich dann wieder selbst. Du erinnerst dich an deine eigene wahre Funktion, an deine Wahrheit wieder, an dich selbst. Was du wirklich bist, indem du den Frieden Gottes einfach fühlst. Also hier das Wort, wenn überhaupt man dieses Wort als Macht hört, dann ist sie nur da, um dich zu schützen. Sie schützt diese Lehre, sie schützt, du bist ja diese Lehre, ja, also du lehrst dich selbst, heißt auch, dass du dich selbst lehrst, ja, also dass du lehrst du selbst zu sein und sie lehrt dich selbst, du lehrst dich selbst. Und bürgt für ihre
unbegrenzten Ergebnisse. Jetzt haben wir ja das Wort birgt, das heißt also, ja, Bürger, wenn du Bürger hast, also, das heißt also, sie steht dafür, also sie kann, sie garantiert, so, nehmen wir das Wort jetzt mal, ja, also, sie garantiert dir die unbegrenzten Ergebnisse, das heißt also, jetzt kommen wir wieder zu diesen unbegrenzten Ergebnissen. Das heißt also, du hast keine Einschränkung mehr, du bist nicht gefangen, du bist frei und du hast ewige Erlaubnis, ewige Sichtweise, ja, versuch mal heute zuzulassen, ewige Erlaubnis und ewige Sichtweise für dich anzunehmen. Ne? Ich verspreche dir, das ist kannst du gut gebrauchen, wenn du das hast. Kommt gut. Okay. Wir sind jetzt am Ende dieses Satzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden mit Geist, mit dem Absatz, lass ihn etwas sacken und dich ausdehnen. Und sind dann bei der letzten Feedbackrunde angekommen. Ja. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut und ganz friedlich und Freude ist auch da. Danke. Ja, wir verbinden Kunden mit ihrem Feedback. Dann frage ich die Sabine jetzt über Chat. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Und dann kann sie jetzt hier im Chat antworten. Es dauert vielleicht ein bisschen. Solange verbinden wir uns dann mit deinem Feedback, Mira. Lassen uns auch im Geist ausgedehnt werden. Kommen wir erstmal zu meinem Feedback. Also ich fühle mich sehr gut, sehr in der Liebe, sehr im Frieden und das ist sehr schön und sehr dankbar. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir. Das war's für heute. Ich bedanke mich. Von der Sabine ist jetzt kein Feedback mehr gekommen, aber wir haben das Feedback gefühlt im Geist. Es ist also alles wunderbar in der Liebe. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ja, heute war jetzt keine englische Übersetzung da. Machen das, wäre das aber so wahrscheinlich in naher Zukunft mehr und mehr umsetzen, dass das eben auch zum Teil englischsprachig hier verliefert wird. Mal sehen, wie das da für uns das weiterläuft. Bin ich mal gespannt. Ich wünsche allen einen wunderbaren Tag. Zum Schluss noch diese Herzöffnung. Und Ah. genau. So, jawohl. Da haben wir es. Tada.
Ciao. Ciao. Ist doch eine Nachricht gekommen. Ah, jetzt ganz gut und unspektakulär hat die Sabine geschrieben. Okay. Ciao. Ciao, Sabine. Ciao, Nihira. Wir sehen uns. Ciao. Ich Ah. bin Ciao, Tschüss. ihr Lieben. Ciao, ciao.